willkommen in der Region Pilsen. Die Region Pilsen hat eine reiche Geschichte, eine eigentümliche Architektur sowie eine spezielle Folklore und Tradition. Die Naturschönheit der Region widerspiegeln anmutige Landschaften und bizarre Berge. Im steten Wechsel mit modernen Städten und malerischen Städtchen. Sagenumwobene Burgen, romantische Schlösser, schöne Aussichtstürme, tiefe Wälder und Naturschutzgebiete mit einzigartigen Lebewesen. Das alles ist die Region Pilsen. Die Region ist in der ganzen Welt berühmt durch ihren goldenen Gerstensaft, das Pilsener Urquellbier. Es gibt viele Gründe, um die Region Pilsen zu besuchen. Die Region Pilsen liegt im Südwesten Tschechiens an der Grenze zu Bayern. Bei deren Besuch sollte man im Zentrum beginnen, in der Kreisstadt Pilsen. Sie liegt am Zusammenfluss von vier Flüssen, Radbusa, Mše, Uhlava und Uslava. Pilsen ist in der Welt wegen seines Bieres berühmt. Hier wird das weltbekannte Pilsener Urquell gebraut, sowie das beliebteste Bier der Tschechen, Gambrinus. Die Tradition des Bierbrauens gehört zu Pilsen schon seit der Stadtgründung im 13. Jahrhundert. Die Moderne begann im Jahr 1842, als hier die Brauerei entstand, von der aus heute Pilsener Bier in 55 Länder exportiert wird. Pilsen ist auch bekannt durch die Produktion von Lokomotiven und Straßenbahnen, die aus dem Hause der Skoda-Werke kommen. Die Stadt hat zahlreiche historische Denkmäler. Auf dem Platz der Republik steht die St. Bartholomäus-Kathedrale. Von ihrem Wandelgang kann man bei klarem Wetter das Panorama des 70 Kilometer entfernten Böhmerwalds sehen. Pilsen besitzt die drittgrößte Synagoge der Welt, ein 17 Kilometer langes Labyrinth von unterirdischen Gängen, mehrere Kirchen und historische Bauten. Fährt man von Pilsen aus in Richtung Süden, trifft man nach 40 Kilometern auf die Stadt Klatovy, das Tor zum Böhmerwald. Sie wird vor allem wegen ihrer einzigartigen Katakomben mit den gut erhaltenen Mumien besucht. Die mystischen Kellerräume der Jesuitenkirche erwecken ein Gefühl der heiligen Verehrung. Bewegen wir uns von Klatovy weiter in Richtung Westen, kommen wir nach Domažlice im Hodenland. Eine herrliche Stadt, die es lohnt, sich anzuschauen. Das Stadtzentrum von Domažlice steht unter Denkmalschutz. Sein Stolz ist der Marktplatz mit dem schiefen zylindrischen Turm, der von seiner senkrechten Achse 60 cm absteht. An der südwestlichen Grenze der Region Pilsen erhebt sich der Böhmerwald. Im benachbarten Deutschland schließt sich der Bayerische Wald an. Beide Gebirge bilden den breitesten Waldgürtel in Mitteleuropa. Er wird auch als das grüne Dach Europas bezeichnet. Ein Großteil des Böhmerwaldes ist ein geschützter Nationalpark mit seltener Fauna und Flora. Man sollte unbedingt die Gletscherseen besuchen. Der größte von ihnen ist der Schwarze See.
Er wurde so benannt, weil sein Wasser im Schatten des dichten Waldes sehr dunkel wirkt. Das wichtigste Touristenzentrum des Böhmerwalds ist die Stadt Železná Ruda. Sie hat viele Unterkünfte und Restaurants. Auf eine märchenhafte und nahezu unberührte Natur treffen Sie im Gebiet des Flüsschens Modrava und des Städtchens Brašili. An den Böhmerwald schließt sich in Richtung Domažlice das Naturschutzgebiet des Böhmischen Waldes an. Ein wunderschönes Waldgebiet in 500 bis 1100 Meter Seehöhe. In der Region Pilsen können Sie viele mittelalterliche Burgen besuchen. Die älteste von ihnen ist die romanische Burg Pšimda. Sie ist gleichzeitig die älteste tschechische Steinburg. Auch die größte Burgruine des Landes gehört zur Region Pilsen, die Burg Rabi. Diese früher sehr massive Burg steht auf einem Hügel über dem Ottawa-Fluss und zählt zu den bedeutendsten mittelalterlichen Festungen in Mitteleuropa. Zwischen den Städten Klatovy und Sušice liegt die Burg Velhartice. In der Touristensaison werden den Besuchern hier attraktive Programme geboten. Bei Klatovy steht auch die von Touristen stark besuchte Wasserburg Švihov. Beachtenswert ist ihre findige Burgbefestigung mit einem auffallend breiten Wassergraben. Noch mehr als an Burgen hat die Region an staatlichen wie auch privaten Schlössern und Schlösschen zu bieten. Zelená Hora, Horšovský Týn oder Nebelovy sind nur ein Bruchteil des Mosaiks von Schlössern aller Baustile, die die Besucher Westböhmens bestaunen können. Fahren Sie von Pilsen nordwärts, dann machen Sie in Manitjen Halt. Das hiesige Barockschloss wird Sie verzaubern. Wegen ihrer einmaligen Statuen wird Manitjen nicht umsonst als Perle des Barocks bezeichnet. Eine touristische Attraktion ist unstrittig das Schloss Kozel, das unweit von Pilsen liegt. In dem ehemaligen Jagdschlösschen mit seinem weiten Park, seiner Reitschule, dem Pferdestall und einer Kapelle genießen die Besucher eine romantische Atmosphäre. Auch Historikfreunde kommen auf ihre Kosten. In der Region Pilsen steht ihnen eine Reihe von Museen mit zahllosen Ausstellungen zur Verfügung. Das größte, das Westböhmische Museum, finden Sie im Pilsener Stadtzentrum. Freunde des Schöngeists oder Liebhaber von Prunkbauten können kleine und größere Kirchen wie auch imposante Klöster bewundern. Das monumentale Kloster in Klátrobrí ist dabei nicht zu übersehen. Gäste der Region Pilsen sollten unbedingt das Chodenland besuchen. Das ist ein sehr spezifisches Gebiet der Region, voller Folklore und Traditionen. Die kleinen Chodenlanddörfer mit ihrer traditionellen Holzarchitektur werden von der puren Natur des Böhmischen Waldes umschlossen. Im Chodenland sind bis heute alte Traditionen und Bräuche erhalten. Hier wird in chodischer Mundart gesprochen, zur Kirmes und Wallfahrt wird Volkstracht getragen und es wird der urtypische Chodenkuchen gebacken.
Völlig einzigartig ist auch die Keramik der Choden. Charakteristisch für das Chodenland ist der Dudelsack. Die volkstümliche Dudelsackmusik bekommt man jedes Jahr im August beim Chodenfest in Dommerschlitze zu hören, das von Zehntausenden Leuten besucht wird. Die malerische Landschaft des Chodenlandes ist durch etliche Wanderwege verknüpft, die ebenso von Radtouristen genutzt werden. Sind Sie im Chodenland, sollten Sie auch den Ort Kolovec mit seinem Museum für Technik und Handwerk aufsuchen. In der umfangreichen Ausstellung wird die Tradition des böhmischen Handwerks vorgestellt. Einen sagenhaften Ruf genießt die Mühle für alte Weiber. Es wird erzählt, dass hier alte Weiber zu jungen Mädchen verwandelt werden. Auch die Keramik von Kolovec gilt es zu erwähnen. Wir haben Ihnen nur einen kleinen Teil der Natur, der Denkmäler und des Lebens in der Region Pilsen gezeigt. Kommen Sie und überzeugen Sie sich selbst, welche Schönheit sie überall zu bieten hat. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.touristparadise.com.